Willkommen zurück hier bei Let's Play Anno 2070. Wir befanden uns gerade noch im Weltgeschehen und werden noch das Weltgeschehen auch zu Ende machen. Wenn ich nach unten scrolle, nach oben. Wer macht denn so etwas? Ich möchte das normal haben. Ja, genau so. Na, jetzt kann ich auch, wenn ich nach unten gehen und nicht nach oben. Wir wollten noch das Weltgeschehen zu Ende bringen. Und das würde ich auch jetzt gerne so schnell wie möglich durchziehen. Das Dumme ist, nur das dauert noch einen kleinen Moment. Weil wir hier doch einiges zu tun haben. Haben wir letztes Mal festgestellt, wir müssen insgesamt ziemlich viel Geld scheffeln und gleichzeitig gleichzeitig noch verkaufen, Leute rankriegen, 1000 Tycoon Executives. Also wir müssen unsere komplette Wirtschaft aufbauen. Wirklich von A bis B und nach Z und weiß ich nicht wo. Und das Einzige, was wir hier zum Handeln haben, ist das Zeug hier oben. Wir hatten letztes Mal einen Kredit aufgenommen. Dummerweise ist der schon wieder leer. Leer in dem Fall heißt, wir haben einfach nichts mehr, ne? Das ist einfach alles weg. Ja, und deshalb müssen wir jetzt irgendwie wieder ohne Geld klarkommen. Geht ja auch. Ja, wir werden gerade auch schon nett darauf hingewiesen, dass unsere Ressourcen fast erschöpft sind. Kriegen auf jeden Fall noch Einfluss beim Trenchcoat wieder. Absolut genial. Hier nur bei Powerpills LP. Wir verkaufen hier einfach mal ein bisschen weiter noch. Irgendwann werden wir wohl noch genug Geld zusammenkriegen, um ein wenig weiterzubauen. Als nächstes brauchen wir eine hier oben. Ah, okay, hier haben wir schon angefangen. Plastik haben wir schon mittlerweile ein bisschen aufgebaut. Haben wir hier auf dem Schiff noch? Ah, sehr gut. Stimmt, wir hatten das Schiff dahin geschickt wieder, um Nachschub zu bringen an Ressourcen. Das können wir auch direkt mal nutzen jetzt. Haben wir im Moment eine stabile Produktion? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen noch eins davon. Jetzt haben wir eine stabile Produktion. Warum haben wir zwei da? Ist ja auch egal. Ich frage einfach gar nicht. Wir bauen hier einfach direkt weiter. Wir brauchen eine Mega-Produktion. Das wollte ich sagen. Mega. Damit wir... Ja, dann haben wir zwar ziemlich viele Ausgaben, aber wir kriegen natürlich auch unglaublich viele Produkte rein, mit denen wir dann später handeln können. Und genau das ist jetzt auch das Ziel. Möglichst noch nicht das Zeug an die Bürger weiterzugeben, sondern erstmal, ne, man sieht hier oben schon, wir kriegen gerade wieder Fettminus. Erstmal das Zeug wegzuhandeln, um überhaupt wieder was auf dem Konto zu haben. Denn unser Vermögen sieht gerade extrem eklig aus. Kann man nicht anders sagen, es ist nicht schön. Gucken wir mal, dass wir möglichst schnell wieder an ein bisschen Geld kommen, wenigstens. Schnell aufbessern können wir das bestimmt noch, indem wir hier die Gebäude einfach jetzt ausbauen. Für was anderes brauchen wir die Bauzellen eh nicht zurzeit. Ja, bla bla. Wir vergrößern unsere Stadt auch nur, damit sie besser wird. Strindberg. Also, da kannst du uns wirklich keinen Vorwurf machen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, was ich hier gerade gebracht habe. Blöd ist nur, wenn wir zu viele gleichzeitig aufsteigen lassen, weil wir dann natürlich auch später enorme Ausgaben haben werden. Okay, die beiden Sachen hier können wir auf jeden Fall schon mal zur Hauptinsel schippern lassen. Die haben wir ausgeschaltet für unsere Bewohner. Bedeutet, die werden nicht konsumiert, auch wenn sie da sind. Hat den Vorteil, dass wir das alles verkaufen können, wenn das da ist. Dadurch kriegen wir gleich bestimmt noch ein bisschen Geld zusammen. Hier einfach mal alles schön auf die schwimmende Arche, was auch immer das hier darstellen soll. Der schwimmende Schwarzmarkt. Wie heißt das Ding? Fat Lady. Natürlich. Das fette Gerät. Und wir sind immer noch im Minus. So. Ah ja, richtig. Was wir letztes Mal festgestellt hatten, war ja auch, dass die Leute verschiedene Sachen extra annehmen. Das war ja auch in der Missionsbeschreibung eigentlich beschrieben, aber ich habe es wieder vergessen. Und zwar kriegen wir hier besonders teuer Kunststoffe verkauft. Das sollten wir nutzen.
Und hier kriegen wir Alkohol relativ teuer verkauft. Das sollten wir ebenfalls nutzen. Und das Fastfood können wir eigentlich direkt auf die Hauptinsel transportieren lassen, weil es sich nicht lohnt, das in den großen Mengen zu verkaufen. Eigentlich lohnt sich das alles nicht so wirklich. Was nimmt der hier an? Gar nichts. Okay, gut. Ah, wir hatten noch einen zweiten Auftrag. 4 Tonnen Fisch und 8 Tonnen Kunststoff. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Machen wir gleich. Liefern wir erstmal den Alkohol ab. Da freut er sich. Der Typ, ne? Trenchcoat. Und wir kommen einfach nicht auf den grünen Zweig. Wir können uns gerade so mit Handel über Wasser halten. Also genug Geld kriegen wir schon. Aber es ist einfach... es zieht uns doch sehr nach unten. Und ich frage mich gerade, doch, der Kredit war schon gut. Dadurch konnten wir hier oben wenigstens mal ein bisschen aufbauen. Allerdings kriegen wir sehr wenig Plastik, was ich nicht so gut finden kann. Und was ist das hier? Ach ja, genau, Basalt war leer. Grandios, und wir können uns eh keinen Basaltkolben leisten, weil wir dafür kein Geld haben. Ganz einfach. Ja, wir sind gerade knapp am Abgrund die ganze Zeit mit der Kohle. Aber es ist ja auch ein schweres Level, ne? Also, da muss man auch einfach mal sagen, ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Hoffe ich. Wir brauchen 12 Bauzellen und wir haben... Ach, Mist. Ist doch egal, woher das Zeug stammt. 12. Wir haben 0 und er hat nur 11. Das ist schlecht. Fahren wir mal dahin und holen uns da die Bauzellen ab. Wir brauchen hier noch was, um den Auftrag abzuschließen. 4 Tonnen Fische brauchen wir noch. Wo ist denn unser zweites Schiff? Hier. Okay, gut. 8 Tonnen Plastik. Ja, gut. Die haben wir. Das ist sehr gut. Dann besorgen wir uns jetzt nämlich noch die 4 Tonnen Fisch. Und dann gucken wir mal weiter, wie der Auftrag denn dann so aussieht. Der besteht ja aus mehreren Teilen. Hier sieht man ja gewagt 2. Das heißt, es wird auch noch gewagt 1 gegeben haben letztes Mal, als wir gespielt haben. Und gewagt 3, 4 vielleicht auch noch. Man wird sehen. Und am Ende gibt es eine deftige Belohnung. Ich habe ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Ja, ich will genau 12 haben. Danke. Sie sind also fündig geworden. Ja, bin ich. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Meißel. Damit wir hier auf der Insel... es tut fast weh mit dem Geld. Damit wir auf der Insel wieder Basalt herkriegen, ne? Ich hätte noch mehr für Sie zu tun. 3 Tonnen Werkzeug. Was? Einige Inseln. 3 Inseln und wir brauchen jeweils 3 Tonnen Werkzeug. Das lässt sich machen. Okay, gucken wir mal. Das Schiff fährt gerade da hoch. 4 Tonnen... Wir haben Geld gemacht durch Handel. Daher waren wir gerade wieder im positiven Bereich. Eieiei. Okay. Fahr mal nach Hause, kleines Schiff. Wo bist du denn gerade? Da unten, okay. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was los hier an Waren gerade. Weil wir uns echt ganz knapp über Wasser halten im Moment. Finde ich nicht gut, aber was soll man machen, ne? Der Vorstand ist sie und wir haben noch eine Zeit lang die starke, knappe Bilanz nach unten. Bauen wir uns noch ein Frachtschiff? Ja, energieniedrig, weil gerade gebaut wird. Das macht aber nichts. Das lassen wir einfach mal so durchgehen jetzt. Und mit dem Schiff hier holen wir jetzt mal das Plastik ab, was wir dann wieder hier verkaufen. Eigentlich sollten wir uns da oben jetzt eine echt große Plastikproduktion aufbauen, damit wir das alles hier mal den Typen direkt verkaufen können. Und ich glaube, das ist ein gar nicht mal so schlechter Plan. Wie kriegen wir das denn am besten mal hin? Also hiermit können wir auf jeden Fall schon mal... Na, wir sollten auf jeden Fall uns genügend Zeug zusammensuchen, um da oben weiter bauen zu können. Dummerweise haben wir eben keine Bauzellen mehr. Ja, okay, Bauzellen haben wir hier oben noch genug. Eigentlich hätte ich die gar nicht kaufen müssen. Und die haben wir eben schon verkauft. Okay, gut. Plastik haben wir verkauft. Heißt, ich werde es mit unserem einen Schiff hier hinfahren. Atlante heißt das Ding. Okay. Richten wir mal unsere erste Handelsroute hier ein.
und lassen die Burger rüber transportieren. Schiff Atlanta. Und das darf auch direkt losfahren. Macht's auch, glaube ich. Das Ding nennen wir Burger. Und das hat den Vorteil, dass wir gleich immer von hier aus direkt hier rüber schiffen können. Um das Zeug zu verkaufen oder eben von unserer Hauptinsel aus. Da unsere Leute das eh nicht essen, ist das auch alles kein Thema. Hat der Typ hier unten denn mittlerweile mal den richtigen Meißel für uns? Basalt, Kupfer. Kupfer ist nicht das Richtige. Kupfer ist einfach nicht richtig. Das kann ich nicht gut finden. Eieiei. Wir sind schon wieder im Minus. Es macht gerade keinen Spaß. Ja, das sind wir wohl. Ich überlege gerade, ob wir nicht noch einen Kredit aufnehmen sollten. Was führt Sie zu mir? Kredit aufnehmen. Wieder verfügbar in 13. Ah, okay. Okay. Kredit. Kredit. Wo kriegen wir denn noch einen Kredit her? Lobbyismus, Kredit. Nee, das bin ich. Wer sind denn hier die zwei eigentlich? Unbekannt. Sie sind diesem Spieler noch nicht begegnet. Okay, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt dann gibt hier auf der Insel. Und ich frage mich, warum man bei ihm hier keinen Kredit aufnehmen kann. Gibt's Jana hier irgendwo? Also die Grüne? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung! So, das schmeißen wir mal über Bord. Dann können wir nämlich hier schneller fahren. Wenn wir nur das Zeug hier mitnehmen. Ne, das lassen wir mal besser da. Damit wir gleich bauen können. Direkt. Wenn das da unten ist. Ich hoffe mal, wir können noch bauen, wenn das da unten ist. Also mit Kredit haben wir es gerade echt schwer. Ich glaube, wir können keinen Kredit mehr aufnehmen, ohne dass wir einem neuen Spieler begegnen müssten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir noch einem neuen Spieler begegnen werden hier. Zwar sind noch zwei nicht bekannt, aber naja, ne? Sie benötigen etwas. So, erstmal die Burger hier abliefern. Unsere Stammburger. Ja, wir können das Schiff hier mal benutzen, um noch den Rand der Karte zu erforschen. So, hier haben wir ein paar Wegpunkte erstellt. Das fährt jetzt einmal komplett außen rum. Vorräte gehen zu Ende. Ja, die verlangen nach Nahrung. Komm. Was jetzt? Moment mal. Sind die Fische weg? Oh oh. Und wir haben hier keine Bordzellen. Das ist natürlich nicht so, ne? Sie benötigen etwas? Kann ich hier nicht vielleicht noch Waren? Bauzellen, 4 Stück. Ist ja super. Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Ja, so sieht's aus, mein Lieber. Ich müsste eigentlich schon längst genügend haben, oder? Von den Zielen her. Ne, 42.500 durch Handel. Naja, geht ja noch, ne? So, ich brauche anscheinend mehr Fischerhütten. Weil so langsam dann doch meine Ressourcen hier zur Neige gehen. Wir sollten ja eigentlich genügend Burger haben, die wir wieder verkaufen können. Und das ist nämlich auch der Fall. Die Burger hauen wir jetzt kurz weg. So. Und dafür gehen wir hier hoch und bauen uns weiter das Zeug hier auf. Um möglichst viel Plastik zu produzieren. Ich will mehr Plastik haben. Ja, ich will dich ruinieren. Das ist der einzige Grund, warum ich lebe. Nur um dich zu ruinieren. So. Energie mangelhaft ist nicht so gut. Da sollten wir sofort was gegen unternehmen, damit unsere Produktion nicht den Bach runtergeht. Also machen wir hier einmal noch sowas hin. Und da haben wir auch schon ein neues Kohlekraftwerk. Ja, ja. Ein Kohlekraftwerk. Okay. Achtung. Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja. Missstände Quant. Das geht auch gleich wieder weg. Hoffe ich mal. Ansonsten haben wir gleich das Spiel wirklich verloren. Weil irgendwie alles futsch ist. Wie, jetzt sind alle Schiffe gerade unterwegs oder wie? Oh nein! 20 Tonnen davon. Wir haben minus 1000 auf dem Konto.
Die Bevölkerung verlässt die Stadt und... Spiel gespeichert. Ne, ich habe keine Ahnung, ob das noch was wird. Naja, sehen wir mal. 23, die Lager füllen sich, das ist alles kein Thema. Okay, da gerade die Nahrung knapp ist, muss ich denen die Burger aufdrehen. Sonst laufen die mir noch amok. Amok. Die Leute. Und das wollen wir doch nicht. Können wir ein bisschen schneller laufen lassen, das Spiel. Ja, kommt Leute, also jetzt beschwert euch auch mal nicht die ganze Zeit, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. Da drehe ich denen schon das Ding auf und dann kriege ich immer noch einen drüber.